rettet den Igel. Und dennoch war es halt für mich ein bisschen schmerzhaft. Und die beiden Kollegen kamen in den Schrebergarten rein. Und beim Transport, glaube ich, haben wir so ein paar illegale Sachen mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob wie erlaubt das Ganze ist. Wisst ihr, die kalten Monate sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmonate. Bisschen kühl, dann noch die ganze Feuchtigkeit mit dazu, was die Kälte dann noch mal ein bisschen intensiver macht. Es ist nass, es kann matschig werden. Ein unschönes Gefühl als im Vergleich zum Sommer, wobei auch da, wenn es eine richtig lange Dürreperiode mit sehr viel Hitze ist, ist es auch sehr anstrengend und auch unangenehm. Nichtsdestotrotz, im November gibt es trotzdem immer noch einiges bei mir zu tun. Zum Beispiel die Pastinaken zu ernten, die ich dann einfach mal frei im Frühjahr im Folientunnel mit ausgesät hat. Auf das Mulchmaterial habe ich es rausgeschleudert. Einfach mal als einen Test zwischen den Tomaten, ob da irgendwas rauskommt. Damals im März dachte ich mir, siehst du einfach die Pastinaken aus. Das Saatgut ist auch immer so eine Sache. Nach einem Jahr verliert es sehr stark an die Keimfähigkeit. Okay, einfach mal aussehen zwischen den Tomaten und gucken, dass du dann vielleicht dann später im Herbst und später dann in den Winter hinein dann doch ein bisschen Wurzelgemüse aus dem Boden rausholen konntest. Das mit der Lagerung hat sich jetzt so ein bisschen erübrigt. Ich habe nämlich dann alle Pastinaken rausgeholt, damit dann den Tunnel nochmal mit den anderen Sachen, die gerade noch war, reinsetzen kann. Zum Beispiel den Salat, Grünkohl und Rosenkohl, der jetzt einfach mal drauf wartet, mal reingesetzt zu werden. So ein ganz kleine, sachte Pflänzchen. Im Folientunnel, in dem geschützten Anbau kann es dann sein, dass sie dann trotzdem noch ein bisschen aufholen und ich dann im späten Winter dann etwas ernten kann. Also ein bisschen im Voraus halt denken. Und deshalb mussten halt dann die ganzen Pastinaken erstmal weichen. Habe sie alle rausgeholt. War auch ein bisschen anstrengend, weil ich da auch achten musste, dass ich sie nicht rausbreche, weil sie dann einige doch ziemlich tief gewurzelt haben. Da sind sehr viele Prachtexemplare mit dabei. Und mit der Grabgabel musst du ein bisschen achten, dass du halt dann nicht in die Pastinaken reinstichst. Und wenn du dann mit der Grabgabel einen kleinen Hebel machst, dass du dann halt dann bei dieser Bewegung in der Erde nicht die Pastinake nochmal zusätzlich mit verletzt. Also ein bisschen Vorsicht, weil halt dann dadurch die Lagerfähigkeit ein bisschen reduziert wird, weil dann die Schimmelgefahr etwas höher ist. Ernte eigentlich sehr akzeptabel, wie ich finde, dafür, dass ich das einfach so spontan rausgeworfen habe. Erde dran lassen, nicht abwaschen, erhöht nochmal zusätzlich die Lagerfähigkeit. Sollen ja bei mir auch ein bisschen länger über mehrere Wochen hinweg lagern, damit ich sie besser verkaufen kann. Und zur Not kann ich die Lagerfähigkeit nochmal zusätzlich erhöhen mit einer Kiste voll Sand. Bevor ich die nachfolgenden Kulturen reinsetzte, erstmal den ganzen Boden wieder ein bisschen auflockern mit der Grabgabel, ein bisschen ordentlich bearbeiten, weil ja bei den Tomaten in meinem Anbau dann ich doch jeden Tag da reingelaufen bin, die oberflächlich schon die Erde ein bisschen stark niedergetrampelt ist, ein bisschen auflockern, Sauerstoff reinbringen. Und was ich auch noch gemerkt habe, der Boden war dann ziemlich trocken, weil die Tomaten so eine Kultur sind, die ich extra mit wenig Wasser kultiviere, damit sie halt ihre Wurzeln tiefer nach unten bringen und sich dort das Wasser holen können. Deswegen oberflächlich ziemlich trocken. Deshalb dann im Anschluss, nachdem ich die ganzen Pflanzen gesetzt habe, die zierlichen jungen Pflanzen, ordentlich nochmal Wasser reingeben. Zwischen den ganzen Jungmias habe ich noch ein paar Stuttgarter Riesen reingesteckt, Steckzwiebeln, die letzten 3 bis 4 Kilo bei der ganzen großen Anbaufläche im Folientunnel. Warum sollte ich die nicht alle mit ausnutzen und zwischenrein immer mal wieder dann Frühlingszwiebeln rausernten? Einfach das Effektivste aus der Fläche rausholen. Wenn das Ganze klappt, die Jungpflanzen wachsen heran, die ganzen Steckzwiebeln, die ich da mit reingesetzt habe zwischendrin, oh ja, das wird dann eine schöne, gute Ernte. Und wenn nicht und die Schnecken einen Strich durch die Rechnung machen, dann habe ich halt massig an Schnecken gefüttert. Aber ich glaube, so weit wird es auch nicht kommen. Boden ist schon ziemlich gut aufgebaut. Hab da einige Fressfeinde und organisches Material, so frisches Zeug werfe ich denen auch immer hin. Da sollen sie dann eher rangehen. Kriegen nur die Krise. Der November ist auch die Hauptsaison, um neues Gewächs reinzusetzen. Einmal bitte die Aprikose und eine Pfirsich zum Mitnehmen bitte. Die kamen nämlich bei uns in den Schrebergarten. Das sind unter anderem die zwei Bäume, die im Kübel bei uns wuchsen, in 120 Liter Kübel, und die waren richtig schwer. Dennoch war es halt für mich ein bisschen schmerzhaft, weil ich dann kurz davor mir meinen Fuß verletzt habe. Und zwar habe ich da den kleinen Baumstamm mir auf den Fuß geworfen, mit der Kante direkt auf den Knochen. Ein Glück, dass ich mir dabei den Knochen nicht gebrochen habe. Ein Glück an meine Gesundheit, Ernährung und Sport, weil das hätte auch ziemlich böse ausgehen können. War lediglich eine Prellung, war gut angeschwollen, hat ungefähr 1 bis 2 Wochen jetzt gedauert, bis das jetzt alles wieder zurückgegangen ist. Das war eine Zeit, du. Puh, Vorsicht. Und für alle, die jetzt sagen, hättest du ja Sicherheitsschuhe anziehen sollen: ich habe Sport gemacht.
trainieren mit diesen Holzstämmen und in Sicherheitsschuhen laufen und alles ist halt ein bisschen blöd. War kein Arbeitsunfall, war ein Sportunfall. Also immer drauf achten, auf gesunde Knochen. Kleine Unterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos, und zwar geht es um den Angel Juicer, den Entsafter, den ich schon seit 7 Jahren täglich bei mir im Einsatz habe, um frische, gesunde, nährstoffreiche und vitalisierende Gemüsesäfte zu pressen. Für mich sind die schonend kaltgepressten Säfte ein wichtiger Bestandteil in meiner Ernährung. Ich möchte sie gar nicht mehr missen. Sind so hydrierend, lecker und für mich ein Must-Have für all die Menschen, die sich gesund, bewusst ernähren möchten. Du kannst wunderbare, vitalstoffreiche Säfte kreieren. Grüne Säfte, Karotten, Sellerie, alles was etwas härter ist, eignet sich wunderbar, um mit dem Angel Juicer zu entsaften. Sehr hohe Saftausbeute und den Rest kannst du dann zum Beispiel auch bei dir im Garten nutzen als Schneckenablenkung oder du kannst dann daraus Brotcracker machen, indem du sie in den Dörrautomaten zum Beispiel steckst oder bei dir im Salat ein bisschen rumstreust. Über den Link in meiner Videobeschreibung kommt ihr zu meinem Entsafter, 10 Jahre Garantie, und wenn ihr den Code PEACE bei eurer Bestellung mit eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich Trinkflaschen. Und die beiden Kollegen kamen in den Schrebergarten rein und beim Transport, glaube ich, haben wir so ein paar illegale Sachen mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie erlaubt das Ganze ist, deshalb werde ich es euch auch nicht zeigen, wie wir sie dahin transportiert haben. Im Schrebergarten angekommen, Spaten rausgeholt und die Löcher für die Bäume rausgehoben. Große Löcher natürlich, ist auch ein ziemlich umfangreicher Topf und auch eine dementsprechende Tiefe. Das Problem bei der ganzen Sache dabei ist halt, dass nach gut 20 cm der Boden dann sehr hart und lehmig geworden ist, sehr schwer. War dann doch ein bisschen eine große Anstrengung, die Löcher auszuheben. Aber Sport ist kein Mord, ist ja immer was Gutes. Wobei, bei manchen Sportarten sollte man sich vielleicht den Spruch dann doch nochmal überlegen. Nachdem mein Vater und ich die Bäume in die Erde versenkt haben, gab es dann auch den heiligen Schutz für die Bäume, und zwar die Bepflanzung der Baumscheibe, wo unter anderem Thymianpflanzen reinkamen, Erdbeeren, Steckzwiebeln, Knoblauch und dann auch später noch die Blütenzwiebeln, damit die Wühlmaus einen bunten Teller hat und mir nicht die Freude am Gärtnern verdirbt. Genau wie bei meiner Maulbeere, wo sie sich einfach fast in den Stamm eigentlich reingebohrt hat. Schmerzhaft. Ich hoffe, der kommt über den Winter hindurch. Mein Vater, ein bisschen ungeduldig, hat mich auch ein bisschen dazu gedrängt und wir haben kein Wühlmausgitter geholt. Wäre auch ein bisschen groß gewesen bei der ganzen Fläche, weil es ja kein wurzelnackter Baum wäre, sondern die waren ja im Kübel. Ein bisschen auf Risiko gehen, aber schauen, das hat ja die Maus so die Tour nicht bei uns vermiest. Eine schön bunte Baumscheibe ist auch ziemlich gut für den Baum, weil Gras Hormone ausstößt, die ja das Baumwachstum hemmen können. Von daher ein bisschen bunter hinmachen, ein paar Blühpflanzen, Kräuter hinmachen, damit der Baum auch besser wächst. Einige der Blumenzwiebeln kamen auch in dem Garten meiner Eltern in den Rasen hinein, weil es dann doch ein bisschen trostlos das Ganze ist. Und meine Mom wünscht sich halt immer so eine schöne Blütenvielfalt. Dem Wunsch bin ich nachgegangen, habe dann in den Rasen mit der Grabgabe dann schöne Linien ausgehoben, wo ich dann ein paar der Blumenzwiebeln mit reingesetzt habe, damit die Bienen auch was im Frühjahr haben, ein bisschen naturnah das Ganze gestaltet wird, vielleicht auch noch ein paar andere Insekten, die Artenvielfalt mit erhöht, zum Beispiel auch für den Igel, unser guter Kollege und Freund, der schöne Schnuffel, wo ich auch kürzlich mit Traurigkeit feststellen musste, dass sie seit Ende Oktober auf der roten Liste sind. So weit sind sie schon gekommen, die werden jetzt schon langsam gefährdet, unsere guten Kollegen. Der Miguel, das darf nicht sein, wir müssen ihn retten. Der Kollege, der in der Nacht auf unseren Garten aufpasst, da müssen wir erstmal eine neue Aktion starten. Rettet den Igel und für die ganzen Gamer da draußen, rettet Sonic the Hedgehog. Oder willst du den Igel nur noch in Form von Pixel in der KI-Animation entdecken und kennenlernen? Die sind so süß. Kleinen Schnuffel. Neben diesem zukünftigen Engagement, vielleicht können wir mal mit Robert Marc Lehmann noch darüber reden, habe ich mich auch ein bisschen bei mir in der Gemeinde nochmal engagiert, der Gartenbauverein. Wir hatten eine Blütenzwiebel-Pflanzaktion gemacht. Dachte ich mir,
bist mal das erste Mal mit dabei, lernst mal die netten Damen kennen, die den ganzen Gartenbau für einen so leiten. Und dachte mir, okay, machst halt bei der Pflanzenauktion mit und hab dann auch gleich dafür für meine Siedlung hier lobbyiert. Und er hat denen gesagt, dass man bei uns an der Siedlung auch mal ein paar Blütenzwiebeln an der Gemeindefläche reinsetzen kann, weil es doch manchmal ein bisschen trostlos ist. Und das haben wir auch gemacht. Meine Karriere als zukünftiger Lobbyismus beginnt. Um meine neu angefangene Karriere noch ein bisschen weiter auszubauen, werde ich euch noch weitere Empfehlungen geben. Zum Beispiel auch mal ein paar Beerensträucher zu setzen. Habe ich auch da bei meinen Eltern gemacht, weil jetzt die großen Kübeln Platz machen durften, wo die Bäume drin waren. Deshalb am Rand vom Rasen wieder ein bisschen Platz frei geworden ist. Und dann dachten wir uns, setzen wir da noch weitere Johannisbeeren hin. Eine schwarze Johannisbeere, sogar mehrere schwarze Johannisbeeren. Frühe Sorten haben wir ja schon. Und dachte ich mir, hol's mal aus Sonderpreisaktionen beim Dena. Zwei weitere Sorten, eine rote Johannisbeere, so eine spätere Sorte für den August und eine weiße Johannisbeersorte. Ganze Dreier gespannt, rot, weiß und schwarz. Mehr Stecklinge für mich, mehr Sorten. Wisst ihr, momentan räumen ja die Leute ihre Gärten auf. Warum du das nicht unbedingt machen solltest, habe ich ein spezielles Video gemacht, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber die Leute bringen ja das ganze Zeug auch zu mir, zum Beispiel meine Nachbarin mit ihrem Laub oder auch bei mir in eBay Kleinanzeigen, wo ich eine Anzeige gemacht habe, dass ich halt Astrückschnitte, Laub und alles mögliche, das ganze Gezuppel annehme an meiner Grüngutsammelstelle. Die Leute sind richtig nett, freuen sich tierisch, wenn sie das organische Material zu mir bringen. Ich habe mich mal gefragt, warum freuen sich die Leute eigentlich? Okay, sie können jederzeit bei mir das Zeug eigentlich alles abgeben. Dachte ich mir, so ist für die ein bisschen einfacher, Arbeitsersparnis, müssen sie nicht immer am Wertstoffhof richten. Bis ich dann realisiert habe, weil mir das einer gesagt hat, der wohnt im Nachbarslandkreis und dort müssen sie, glaube ich, pro Anhänger, pro Kubik organisches Material, also mit Astrückschnitten, Laub und alles mögliche, 25 Euro bezahlen. Und dann hat er gesagt, hier spart er sich halt ein Heidengeld, weil er so ein 1500 Quadratmeter Garten hat. Und dann ist er halt richtig froh, dass er das ganze Zeug einfach zu mir abliefern kann. Und dann habe ich mir so, ah, interessant. Also die Leute freuen sich einfach nur, weil sie halt Geld an den Wertstoffhof zahlen müssen, weil sie dann das ganze Zeug dann zu den Kompostwerken transportieren, die ganzen Lieferwege und den ganzen Drumherum. Summiert sich ja auch einiges und bei uns, glaube ich, zahlt sogar noch die Gemeinde oder der Staat mit dazu, weil es halt nicht ganz ausreicht, an den ganzen Kosten zu denken. Ist die Hauptmotivation, warum sie mir das ganze Zeug so gerne bringen. Könnte ich vielleicht mal ein Geschäftsmodell machen und ein Fünftel von dem verlangen, was die Wertstoffhöfe verlangen, mal so ein neues Geschäftsmodell zu eröffnen und damit ich auch noch den CO2-Abdruck reduziere, weil nicht mehr für die ganzen Kompostwerke diese LKWs transportiert werden müssen. Geschäftsmann! Zum Schluss noch einen sehr wichtigen Tipp für dich. Vielleicht freust du dich gerade über deine Kartoffelernte, willst du auch noch ein bisschen einlagern. Auch vielleicht noch mal ein paar Pflanzkartoffeln mit. Auch ein paar Pflanzkartoffeln rausgesucht und in einer separaten Kiste gelagert. Und dann denkst du so, immer wieder dieses Problem, sie lagern dann doch zu warm, fangen an schon vorzeitig zu keimen und bilden dann die riesenlangen Triebe. Ist ja unschön, weil sie da ihre ganze Kraft schon mit einsetzen und verlieren von der Knolle. Was denn eigentlich alles machen? Kannst du deiner dunklen Kiste für die Kartoffeln noch Äpfel mit reinlegen? Dadurch wird die Keimung der Kartoffeln gehemmt aufgrund des Reifungsgases vom Ethylen. Bei mir in der Garage haben sie schon leicht angefangen zu keimen. Das ist jetzt von den wärmeren Monaten hinweg. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Äpfel dazugelegt und teste es jetzt erstmal, damit ihr nicht weiter kann. Eine weitere sehr gute Idee ist auch in die Kommentare zu schreiben, was du jetzt gerade im Garten machst. Mir draußen aktiv noch mal ein paar letzte Auspflanzungen zu machen. Oder geht es auch schon bei dir Richtung Heim, Wärme, Planungen, Sortierung vom Saatgut, vielleicht Kauf vom neuen Saatgut. Ich habe auch eine Saatgutliste, auch unten verlinkt. Und einfach mal sich ein paar Gedanken machen, was mache ich denn nächstes Jahr anders? Und dann auch mal ein bisschen wieder mehr Zeit mit der Familie zu bringen, nach dem Horrorsommer so viel Zeit investiert. Und sonst gerne einen Daumen nach oben geben, falls dir das Video gefallen hat. Und auch noch hier weitere spannende Videos von diesem Kanal anzuschauen, die du hier eingeblendet findest, könnten dich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Project Peace, Project Peace.